Also dieses Kratzen und Farbe abtragen hat immer was damit zu tun, auch dass man weiß, welche Richtung gehe ich jetzt. Also mache ich das Bild kastenmäßig, dass ich so aufteile, hier zum Beispiel eine Grenze, und wenn ich hier so ziehe, dann wird hier auch eine Linie verstärkt. Das heißt, dann wird hier so eine Linie durchgezogen. Rund kann man auch machen, oder das ist so eine neue Idee, hatte ich noch nie, was drüber gemacht hast. Da hat es hier, dass man. Ja, das fand ich auch cool. Ja, das finde ich auch cool. Das kann, also bei diesem Bild würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das wäre zu schade. Ja, das würde ich hier nicht so rein, aber bei anderen Bildern würde das gut passen. Okay. Verena, ich mache jetzt eine Probe, da so und so und so, dass das hier hinten bleibt. Okay, ja, mach mal. Ja, oh, ich vertraue dir. Das ist es. Oh ja, das ist genau cool. Sowas dann zum Vorschlag. Solche Inseln, und die sind schon, man merkt sofort, das ist schon was anderes, was da kommt. Ja, jetzt kommt diese Grüne. Ja, cool. Genau. Und das sind so Effekte, die man bewusst so niemals malen kann mit Pinsel. Die entstehen mit Abkratzen. Und das ist super, finde ich. Ja. Aber du drückst schon ziemlich hart. Oh, sehr, genau. Okay. Hier braucht man Kraft, ja. Ja. Okay. Hier braucht man richtig Kraft. Also nicht so, dass man es schneidet, ne? Yeah. Aber schon so abziehen, ne? Oh. Jetzt kommt aber das Lila wieder durch. Aber. Ja, schön. Das ist jetzt aber nicht Blanko-Check, dass man komplett alles abzieht. Man muss einfach gucken, wo passt es. Ne? Sonst zu viel des Guten ist auch nicht ganz gut, wenn man das zu viel macht. Ne? Ich würde jetzt noch vielleicht mit dem anderen, mit dem Breiten, dass es nicht mehr drauf liegt. Und dann mache ich das. Hier ist ja alles schon trocken. Also immer die Hand rein, damit das nicht. Dass sich nochmal abzeichnet. Naja, nicht noch mehr Kreuz raus wird. Also so hoch. Entschuldigung, so habe ich die Hand. Das wird hier so ein bisschen flattern, natürlich, aber das kann man nass machen, dann wird er wieder stramm. Das Kreuz ist immer noch da. Ne? Das heißt von hinten nass machen, oder? Von hinten, ja. Ja. Logisch, logisch.